Immer wenn ich etwas Zeit habe, gönne ich mir das Vergnügen, mit der Fähre nach Stockholm zu fahren. Es ist wunderbar. Ja, großartig. Sind Sie das erste Mal in Schweden? Kommt mir fast so vor. Ich war ewig nicht mehr zu Hause. Also dann, los geht's. Guten Morgen, Karl. Morgen, Frau Weinquist. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl. Danke. Das war ja ganz schön knapp. Ach, gewonnen ist gewonnen. Ich freue mich, dass wir endlich einen neuen Bürgermeister haben. Sie werden es bestimmt gut machen. Karl, ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Einen Augenblick bitte, Frau Weinquist. Haben Sie ein paar Minuten Zeit? Jetzt habe ich es furchtbar eilig. Um 10 Uhr ist die Vereidigung. Ich muss Sie dringend sprechen, das ist wichtig. Ja, vielleicht heute Abend, aber jetzt muss ich wirklich los. Sie hatten die ganzen letzten Wochen wegen dem Wahlkampf keine Zeit. Ich habe immer wieder versucht, mit Ihnen zu reden. Ich weiß, ich habe das Hotel in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigen müssen. Aber wenn Johanna da ist, dann wird das alles besser. Bis später. Sie weiß es immer noch nicht? Sie gibt mir keine Gelegenheit, es ihr zu sagen. Selbstverständlich bringen wir zum Meeting Vorschläge für das Tiergeschirr mit. Nein, nichts Traditionelles, das haben wir schon verstanden. Verlassen Sie sich einfach auf uns, Frau Hamsun. Ja, wir freuen uns auch. Wir sehen uns am 13. Wiederhören. So, fertig. Wie findest du sie? Nicht übel. Nicht übel? Das Teil ist großartig. Es ist wie immer, du bist so spät mit dem Modell fertig, dass ich keine Zeit habe, irgendwas daran zu kritisieren. Mann, es ist fast 11, du musst los. Du kannst Alberti nicht warten lassen. Entschuldigung. Können Sie nicht aufpassen? Das Gleiche könnte ich dir auch fragen. Tut mir leid, ich muss weiter. Signor Alberti. Pelle? Rasmus. Ich stehe gleich da drüben. Also, auf gute Zusammenarbeit. Packen wir es an. Oh, oh, Zusammenarbeit. Danke schön. Ja, wir müssen natürlich schnell einen Termin finden. Oh, endlich mal eine Frau. Hallo. Sie wird sich noch wundern, wenn sie merkt, dass das Amt kein Zuckerschlecken ist. Ja, dann kommt sie. Aber sie ist stark. Weißt du noch, wie sie nach dem Tod ihres Mannes ihr Hotel nach oben gebracht hat? Das ist ja Glück. Das haben ja auch nicht viele zugetraut. Ellen, meine Liebe. Ja. Lass dir alles Gute wünschen. Danke. Ich bin fest davon überzeugt, dass du meine Arbeit würdig fortsetzen wirst. Ich weiß, wie groß deine Fußstapfen sind. Ja. Und ich hoffe, ich darf dich um Rat fragen, wenn ich mal nicht weiter wissen sollte. Ja, selbstverständlich. Frag, wann immer du willst. Ich werde dir mit meiner Erfahrung ganz zur Seite stehen. Vorausgesetzt natürlich, die Arbeit lässt es zu. Du weißt ja, die Saison fängt gerade erst an. Und mein Hotel ist jetzt schon für den ganzen Sommer ausgebucht. Schön. Ja. Also. Meine Herren. Hallo, Lina. Hallo. Johanna! Karl! Bist schon da? Was für eine Freude! Ich freue mich auch, wieder zu Hause zu sein. Wo ist denn meine Mutter? Da. Mama! Na, auch meine Süße! Oh, endlich bist du da. Gut siehst du aus. Hast du mir was mitgebracht? Nicht gucken. Tut mir leid, dass ich dich nicht abholen konnte, aber ich konnte ja schlecht meine eigene Vereidigung schwänzen. Du hast es tatsächlich geschafft, Herr Johansen aus dem Rathaus zu vertreiben. Glückwunsch. Ja. Nach wie vielen Jahren ist er jetzt Bürgermeister gewesen? 15. Und jetzt bin ich dran. Johanna! Du kommst gerade zur richtigen Zeit. Ohne deine Hilfe hier im Hotel, da könnte ich den Job als Bürgermeisterin gar nicht machen. Moment mal, Mama. Du weißt schon, dass ich erst in 2 Jahren deine Nachfolgerin werde? Es reicht nicht. Es tut mir leid, wenn Ihnen mein Modell nicht gefällt. Ich bin natürlich bereit, mir Ihre Kritik anzuhören und gegebenenfalls... Ich finde es ganz hervorragend.
Ich hätte nicht gedacht, in Skandinavien auf eine Espressomaschine zu stoßen, die mich dermaßen beeindruckt. Aber Sie haben gesagt, es reicht nicht. Man müsste eine ganze Serie anbieten. Toaster, Wasserkocher, Küchenmaschine, alles im selben Design. Wie lange brauchen Sie, um so etwas zu entwickeln? Wenn ich Ihnen die neuen Modelle in einer Woche präsentiere, würde Ihnen das reichen? Das stimmt also, was man so in der Branche munkelt. Sie sind nicht nur gut, sondern auch ehrgeizig. Wir sind uns einig. In einer Woche bekomme ich die neue Präsentation. Dann lassen wir uns jetzt etwas essen. Helder, du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Nickerson hat uns den Sommerjob abgesagt. Der schließt den Club zum Monatsende und ich stehe jetzt ohne Arbeit da. Es ist so ein Mist. Später, Linda, wir sind in einem Meeting. Entschuldigen Sie, Alberti, das ist meine Schwester Linda. Linda, das ist Enrico Alberti aus Mailand. Tut mir leid, dass ich störe. Es ist nur, ich habe keine Ahnung, wie ich in den nächsten Monaten meine Miete zahlen soll. Ich bin Musikerin, müssen Sie wissen. Linda, wie wär's, wenn du im Atelier wartest? Ich habe vielleicht eine Idee. Ja, Moment hier. Ja, dann auf eine gute Zusammenarbeit, Linus. Ja, danke, Herr Johansen. Danke Ihnen sehr für diese tolle Chance. Also ich könnte mir keinen besseren Koch wünschen. Sind Sie sicher, dass Sie nicht schon vor dem Essen bei mir anfangen können? Meinetwegen könnte es schon morgen losgehen. Ich denke nicht, dass Frau Palmquist mich so einfach aus dem Vertrag lässt. Was soll das heißen? Sie weiß es noch gar nicht? Sie hatte einfach keine Zeit die letzten Wochen. Die Bürgermeisterwahl hatte sie voll beansprucht. Na dann. Das wird ja noch eine schöne Überraschung für Sie werden. Also. Natürlich ist das wichtig, Frau Marklund. Aber ich möchte Sie trotzdem bitten, in meine Bürgersprechstunde zu kommen. Ja, jeden Donnerstag von 9 bis um 12. Das ist neu. Aber mir ist es wichtig, dass die Leute wissen, wann ich Zeit für sie habe. Na, hast dich umgesehen. Wie gefällt's dir? Super. Das hast du alles sehr schön hinbekommen, Mama. Ich bin stolz auf dich. Und ich freue mich wirklich, hier arbeiten zu dürfen. Ich freue mich auch auf dich. Entschuldigen Sie, dass ich störe, aber ich kann nicht länger warten, Frau Palmquist. Ja, Linus. Also, wenn Sie die Küchenpläne für die nächste Zeit besprechen möchten, dann machen Sie das bitte mit meiner Tochter Johanna. Die ist nämlich ab sofort meine engste Mitarbeiterin. Freut mich sehr. Ich habe schon so viel Gutes über Sie gehört. Ja, tut mir leid, aber ich müsste mit Ihnen sprechen. Ich kündige Frau Palmquist. Ich habe einen anderen Job angenommen. Ich glaube, ich habe Sie nicht richtig verstanden. Ich wollte schon seit Wochen mit Ihnen reden, aber ich habe ein ganz tolles Angebot bekommen. Das ist eine große Chance, ein echter Karrieresprung. So ein Angebot bekommt man nicht oft. Ich muss es einfach annehmen. Ja, dann muss ich Ihnen wohl gratulieren. Ein junger Mann wie Sie muss so eine Chance natürlich wahrnehmen. Verstehe ich gut. Aber es fällt mir sehr schwer, Sie gehen zu lassen. Wo gehen Sie denn hin? Ins Hotel Lindesund. So. Sie verlassen mich, um zu Per Johansson zu gehen? Entschuldigung, Sie, ich weiß, Sie verstehen sich nicht gut, aber das Lindesund ist ein großes Hotel. Küchenchef dort zu sein, ist für mich eine tolle Herausforderung. Ich konnte einfach nicht... Ja, dann gehen Sie bitte sofort. Ich rufe eben im Büro an. Dann können Sie sich da Ihre Papiere abholen. Und das Zeugnis lasse ich Ihnen zuschicken, wenn Sie nichts dagegen haben. Ja, aber ich könnte noch bleiben, bis Sie ein Nachfolger... Ah, danke schön, Linus. Danke. Das ist doch unglaublich. Mama, warum hast du ihn nicht wenigstens noch bis zum Monatsende behalten? Was machen wir jetzt ohne Koch? Ich habe zwar keine Ahnung, wo wir hier hinfahren, aber es ist schön hier. Und diese duftet. Wieso kommst du nicht öfter hierher? Ich komme so oft wie nötig, mehr nicht. So schlimm? Schlimm, aber das liegt nicht an der Landschaft. Sondern? Das wirst du noch früh genug mitkriegen. Kannst du dir vorstellen, hier zu arbeiten? Als was denn? Die Zeit, in der ich als Zimmermädchen gejobbt habe, ist mich endgültig vom Erasmus. Entschuldigen Sie, mein Herr, Ihr Hotel ist ja ganz schön, aber diese Musik, die da aus der Konserve kommt... Na sowas, Rasmus. Das freut mich aber, dich mal wieder zu sehen, mein Junge. Hallo, Papa. Hallo. Ich habe gehört, dass Henner Munk diesen Sommer im Operncafé in Stockholm spielt. Hast du schon Ersatz für ihn? Nein, nein, ich hatte noch gar keine Zeit. Darf ich dir Linda vorstellen? Sie ist Pelle Martins Schwester und sie ist Pianistin. Hallo, freut mich. Hallo. Erzähl mir doch erstmal, wie es dir geht. Mir geht's super. Ich habe gerade eine Kaffeemaschine entworfen. Unser Auftraggeber war so begeistert, er wollte eine ganze Serie haben. Linda, wie komme ich zu so einem Sohn? Er könnte das beste Hotel hier in der Gegend leiten, aber er erfindet Küchengeräte, die es schon überall gibt. Das muss doch eine brotlose Kunst sein. Ich wusste, dass du dich für mich freust. Danke, Papa. Aber es geht ja nicht um mich. Ich wollte dir vorschlagen, dass du Linda als Pianistin einstellst. Rasmus, ich habe noch nie eine Pianistin beschäftigt. Ja, warum eigentlich nicht? Tja, Linda,
Dann legen Sie mal los. Wieder. Schauen Sie eigentlich nie, wo Sie hingehen? Sie rasen auch hier wie ein Irrer durch die Gegend. Und außerdem, Sie können sich wirklich mal entschuldigen, Sie... Jetzt weiß ich, wer du bist. Du bist Johanna Palmquist. Ja. Und wer sind Sie? Oh, so furchterregend hast du früher in der Schule schon immer geguckt. Ich hatte ja regelrecht Angst vor dir. Rasmus Johansson. Du hast schon damals gelogen, ohne rot zu werden. Ich wusste schon, warum ich nichts mit dir zu tun haben wollte. Ich wollte nichts mit dir zu tun haben. Wie ich schon sagte, lügen, ohne rot zu werden. Was machst du hier? Ich habe gehört, du hast im Ausland Karriere gemacht. Ich war die letzten 3 Jahre in Rom, jetzt bin ich wieder hier. Und wen treffe ich als erstes? Dich. Meine Mutter hat mir mal erzählt, wie sauer dein Vater ist, weil du sein Hotel nicht übernehmen willst und stattdessen lieber den Künstler in Stockholm spielst. Kann ja nicht jeder so fantasielos sein und ins Familiengewerbe einsteigen. Mach's gut, Rasmus Johansson. Hey, soll ich dich nicht zum Arzt fahren? Danke, geht schon wieder. Ich meine nur, nicht, dass du mir nachher mit riesigen Schadensersatzforderungen kommst, weil dir der Arm wehtut. Hier. Ach du. Ja, na, komm schon. Gut, erst du. Ich fürchte, so wirst du als Bürgermeisterin ziemlich schnell scheitern. Etwas mehr Entschlossenheit braucht man auf diesem Posten schon. Vielen Dank für diesen Rat. Da wäre ich jetzt alleine gar nicht drauf gekommen. Typisch, Frau. Denk zuerst an die Dekoration. Das ist keine Dekoration. Das ist gut fürs Büroklima. Ich habe dafür keine Grünpflanzen gebraucht. Ich habe das mit meiner Persönlichkeit geschafft. Das hat dir aber auch nicht geholfen, die Wahl zu gewinnen. Ja. Ja, ja. Alles Gute nochmals, liebe Ellen. Und hoffentlich leidet dein kleines Hotel nicht allzu sehr unter diesen neuen, gewaltigen Herausforderungen. Du, da mach dir mal keine Sorgen. Ich habe ja eine Tochter, die mit ins Geschäft einsteigt. Wusstest du übrigens, dass Johanna wieder da ist? Ach. Sie hat die Leitung des Hotels übernommen. Und ich sag dir was, sie macht das richtig gut. Glaubt deine Tochter, sie schafft das ohne Koch? Ach, Linus, da müsste ich dir eigentlich danken. Weißt du, ich hatte in letzter Zeit ein paar Probleme mit ihm. Und da habe ich immer schon überlegt, wie ich ihn loswerden könnte. Aber das hast du mir jetzt abgenommen. Ich dachte mir doch, dass du mit ihm nichts anzufangen weißt. Und bei mir findet er endlich die Herausforderung, auf die er bei dir vergeblich gewartet hat. Und alle sind zufrieden. Am meisten freue ich mich für dich, liebe Ellen. Schönen Tag noch. Schon, du kommst heute gar nicht mehr aus den Federn. Guten Morgen. Guten Morgen. Normalerweise bin ich um 7 schon im Atelier. Und außerdem bin ich schon seit Stunden wach. Tut mir leid, ich wollte dich nicht kritisieren. Und? Hast du wenigstens gut geschlafen? Hab ich. Danke. Ja, danke. Sie spielt gut, deine Freundin. Linda und ich sind kein Paar. Wir waren mal kurz zusammen, aber es hat nicht funktioniert. Sie ist eine sehr hübsche und sehr sympathische junge Frau. Jedenfalls danke ich dir. Das war eine gute Idee, sie mitzubringen. Das war sogar eine sehr gute Idee. Hör mal, ich würde am Wochenende gerne eine Party geben. Nichts Großes, etwas Ungezwungenes, Legeres zum Saisonauftakt. Hm? Was hältst du davon? Na klar, wieso nicht? Wird bestimmt lustig. Aber ich muss los. Wie? Ja, war nett, dich zu sehen. Aber ich... Ich würde mich freuen, wenn du noch ein paar Tage bleiben könntest. Linda würde sich sicher auch freuen, dann würde sie sich nicht so einsam fühlen. Ich habe einen Job und ich habe auch Termine. Ich kann nicht einfach hier bleiben. Ich sage ja nicht, dass du nicht arbeitest, aber dieses Entwerfen oder Zeichnen oder was du da machst. Kannst du das nicht auch hier? Du hast doch nie gesteigerten Wert auf meine Anwesenheit gelegt. Soll ich mich dafür schämen, dass ich mich freue, dass mein einziges Kind zu Besuch ist und mir wünsche, dass es bleibt? Du hast doch früher immer im Bootshaus deine Hausaufgaben gemacht. Bitte, es steht dir zur Verfügung.
wenn du deine Ruhe haben willst. Ich habe mich dahin verkrochen, weil ich keine Lust hatte, von dir abgefragt zu werden. Und ich dachte, du kannst dich da besser konzentrieren. Naja, wie auch immer, heute besteht ja nicht mehr die Gefahr, dass ich deine Hausaufgaben kontrolliere. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn du bleibst. Naja, eigentlich ist das ja auch keine schlechte Idee. Du hast mich überredet. Schön. Dann packe ich mal meinen Laptop ins Bootshaus und fange an zu arbeiten. Ich meine, Herr Johansen, ich grüße Sie. Hallo. Und? Wie läuft's da drin? Sie schickt mich Obst holen und Brötchen. Das hatten wir noch nie. Ich meine, bei Ihnen haben die Sitzungen höchstens eine Stunde gedauert. Da brauchen wir kein Proviant. Tja, andere Bürgermeister, andere Sitten. Man muss schon sehr gut strukturiert sein, wenn man in einer Stunde alles Wesentliche erledigen will. Ja. Und? Abgesehen vom Obst und dem Brötchen, wird sie es schaffen? Ja, ehrgeizig ist sie ja. Nein, ich meine, hat sie den Überblick? Hat sie Ideen? Hat sie die Nerven, um die Geschicke unserer Stadt zu lenken? Sie ist gewählt worden. Die Leute müssen wissen, was sie tun. Hallo, Peer. Geht's dir gut? Hallo. Das wollte ich dich gerade fragen. Du siehst so blass aus, Ellen. Du, ich habe jetzt leider gar keine Zeit, mit dir zu plaudern. Ich bin mitten in der Sitzung. Also, meine Herren, wir gehen jetzt mal zu Tagesordnung Punkt 2 über. Na, du bist immer noch da? Ich wollte nicht abfahren, ohne zu wissen, ob es dir wieder gut geht. Mir geht's super. Na, dann fahr ich mal wieder. Ich muss noch... Die Erdbeeren sehen toll aus. Ja. Probier mal. Sowas kriegst du in Stockholm nicht. Die sind gut. Krieg ich noch eine? Dazu musst du zu uns zum Essen kommen. Die gibt's heute als Dessert mit Vanilleschaum. Sehr gut. Kannst du mich ja gleich mitnehmen. Ich glaube, meine Mutter würde der Schlag treffen, wenn ich dich mitbringe. Wie konnte ich das vergessen? Euer Hotel ist ja Sperrgebiet für alles, was Johansson heißt. Na, solange euer Hotel auf unserem Grund steht, wird sich das auch nicht ändern. Ach komm, ist doch Schnee von gestern. Gib mir noch eine. Finger weg! Hattest du das schon immer? Was denn? Diese goldenen Punkte in deinen Augen. Die habe ich von meinem Vater. Sagt jedenfalls meine Mutter. Und leuchten sie im Dunkeln? Das müsstest du wohl selbst überprüfen. Ich muss wirklich los. Wer weiß, was da gerade in meiner Küche passiert, nachdem ihr uns den Koch weggenommen habt? Was ist mit heute Abend? Heute Abend? Keine Ahnung. Ich meine, wann kann ich das mit dem Funkeln in deinen Augen überprüfen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Um 10? Tut mir leid, da arbeite ich noch. Okay. Dann komm doch einfach im Bootshaus vorbei, wenn du damit fertig bist. Ich freue mich. Zur nächsten Saison. Ich brauche den Koch jetzt sofort. Gut, wenn es nicht anders geht, auch zum nächsten Ersten. Okay, ich höre dann von Ihnen. Ja, danke. Wiederhören. Großartig, Mama. Es gibt ja Köche wie Sand am Meer. Gut, dann beiß ich eben in den sauren Apfel. Vielleicht lässt uns Per Johansson Linus noch bis zum Monatsende. Guter Linus, und guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag. Ich würde gerne mit Per Johansson sprechen. Einen Moment bitte. Per Johansson? Für Sie. Ja? Herr Johansson? Hallo? Ja? Hans! Johanna, Entschuldigung, Sie waren am Handy nicht erreichbar. Wo brennt's denn? Das Fleisch ist nicht geliefert worden. Die Echsteaks für heute Abend. Was sollen wir tun? Ich komm schon. Gut. Na, du Einsiedler? Wirst du dich hier nicht so einsam? Ich arbeite. Es ist gut, ungestört zu sein. Ich wollte mich eigentlich auch nur dafür bedanken, dass du deinen Vater praktisch gezwungen hast, mir einen Sommerjob zu geben. Du hast mich gerettet. Kein Problem. Willst du einen Kaffee? Nein. Mein Vater hat mir eine Kaffeemaschine herstellen lassen.
Vermutlich nicht aus Fürsorge, sondern eher, weil er mir dezent klar machen will, dass mein Job überflüssig ist. Ich weiß nicht, was du gegen ihn hast. Der ist doch sehr charmant. Zu dir vielleicht. Wie zu allen schönen Frauen, die konnte er schon immer um den Finger wickeln. Bis auf eine. Ach, und wer ist das? Ellen Palmquist. Die hat ihn gerade bei der Bürgermeisterwahl geschlagen. Ich glaube, das trifft ihn ziemlich. Naja, die beiden konnten sich noch nie leiden. Es ist wunderschön hier. Ich bin froh, hier zu sein. Mit dir. Findest du das nicht auch? Ach, Linda, komm, das bringt doch nichts. Vielleicht hätten wir nicht so schnell aufgeben sollen. Ich meine, wieso geben wir uns nicht noch eine Chance? Ich muss was tun. Ich muss mit den Entwürfen für Alberti fertig werden. Das ist super wichtig. Ich gehe ja schon. Ich will auch noch üben für heute Abend. Wer weiß, wann ich mal wieder auf so einem guten Instrument spielen kann. Bis später. Essen wir heute Abend zusammen? Ich glaube nicht. Ich muss wirklich fertig werden. Guten Abend, Karl. Ob Sie mir einen Drink bringen würden? Natürlich. In der Woche vom 12. wäre noch etwas frei. Allerdings haben wir da nur noch eine Junior-Suite zur Verfügung. Gerne. Ich sende Ihnen die Reservierungsbestätigung gleich zu. Wiederhören. Na, wie war's? Aufregend. Wusstest du, dass ich Herren über 200.000 Kilometer Abwasseranlagen bin? Klingt ja spannend. Danke. Johanna? Sowas. Ist es zu spät? Wofür? Keine Ahnung. Ich weiß eigentlich auch nicht, wieso ich hier bin. Sie funkeln ja wirklich. Schön, dass du da bist. Finde ich auch. Möchtest du ein Glas Wein? Gerne. Unglaublich. Was ist unglaublich? Dass aus der Zicke aus der Schule so was Süßes geworden ist. So was Wunderbares mit Sternenaugen. Ich war keine Zicke. Du warst ein unverschämter, herablassender Angeber. Weißt du noch, als uns Frau Henderson im Sport immer in die gleiche Mannschaft eingeteilt hat? Und du wolltest mir immer beweisen, dass du besser Fußball spielen kannst als ich. Ich habe besser Fußball gespielt als du. Und ich war besser in Mathe. Und du konntest die besseren Aufsätze schreiben und schöner malen konntest du auch. Aber im Schwimmen habe ich dich mal geschlagen. Du hast nur einmal gegen mich gewonnen, weil ich diese Halsentzündung hatte und keinem davon erzählt habe. Musst du mir jetzt noch jegliches Selbstbewusstsein rauben? Kannst du mich nicht im Glauben lassen, dass ich dich wenigstens im Schwimmen geschlagen habe? Nein, mein Lieber. Du musst damit leben, dass es eine gab, die besser war als du. Aber du hast ja das Abitur am Ende doch noch geschafft. Genau das war es. Du wolltest doch immer das letzte Wort haben, immer recht haben. Du warst echt unerträglich. Und du erst. Mit dir konnte man kein vernünftiges Wort reden. Du warst frech und ungezogen und wahnsinnig verliebt in dich. Aber das hätte ich als 12-Jähriger natürlich nie jemandem gestanden. Immerhin bist du eine Palmquist. Und die muss man hassen. Ziemlich bescheuert, oder?
Warst du wirklich in mich verliebt? Alle Jungs aus unserer Klasse waren das. Wahrscheinlich, weil du so toll Fußball spielen konntest. Ich dachte schon, weil ich so süß war. Das warst du auch. Aber du warst auch selbstbewusst und frech. Als ich nach der 7. Klasse ins Internat gesteckt wurde, da war ich eigentlich nur traurig, weil ich dich nicht mehr sehen würde. Das hätte ich natürlich niemals zugegeben. Schade eigentlich, dass du in Stockholm lebst. Stockholm ist ja nicht das Ende der Welt. Du kannst mich ja besuchen kommen. Du kommst mich doch besuchen, oder? Keine Ahnung. Ich bin eine berufstätige Frau. Ich muss meine Zeit sehr genau einteilen. Boah, jetzt bist du genau wie damals, eine echte Zicke. Sag mir sofort, dass du mich besuchen wirst. Es tut mir leid. Okay, wer ist erstmal der Boyes? Das ist unfair. Ich hab gewonnen. Und nochmal. Werde, bist du schuld. Dann können wir unser Hotel für die gesamte Saison gleich ganz schließen. Du konntest doch nicht aufhören. Du musstest unbedingt viermal gewinnen. Ich hatte überhaupt keine Chance gegen dich. Ich bin vollkommen aus dem Training. Vollkommen aus dem Training? Komm, gib's endlich zu. Du hast keine Chance gegen mich. Okay, ich geb's zu. Ich habe keine Chance gegen dich. Auf keinem Gebiet. Und Wärme, da bist du absolute Weltklasse. Schlafen. Ich bin viel zu spät dran. Ab 7 gibt es bei uns Frühstück und ich habe keine Ahnung, wie gut die Küche und der Chefkoch funktioniert. Mach's gut. Hey. So geht das nicht. Ihr braucht dringend einen Koch. Und woher soll ich den nehmen? Ich rede mit meinem Vater, der soll euch Linus wiedergeben. Kommt nicht in Frage. Keine Almosen, keine Betteleien. Wir kommen auch so klar. Moment mal. Ich bin ein gut erzogener Junge. Das Mindeste, was ich tun kann, ist, das Mädchen, mit dem ich die Nacht verbracht habe, nach Hause zu bringen. Komm. Oh, Frau Blomqvist. Guten Morgen. Ach, Stine? Haben Sie meine Tochter gesehen? Nein. Ich fahre jetzt ins Rathaus. Wenn Sie sie sehen, dann sagen Sie ihr bitte, sie soll mich mal anrufen. Hier wohne ich. Sehr schönes Schloss hat die Prinzessin da. Sehr schönes Schloss. Es gehört meiner Mutter. Oh, der bösen Königin. Das tut mir leid. Die ist gar nicht böse. Sie ist im Gegenteil sehr, sehr lieb. Dann kann ich dich ja beruhigt gehen lassen. Für mich armen Prinzen liegt ja leider ein Bann auf dem Schloss. Ich darf es ja nicht betreten. Eines Tages brechen wir den Bann. Keine Sorge. Johanna! Ja? Ich habe mich getäuscht. Du bist gar keine Zicke. Ich habe mich auch getäuscht. Du bist gar kein Angeber. Ich hatte gerade eine Halluzination. Mama, guten Morgen. Du bist noch nicht in deinem Rathaus? Ich hatte die Halluzination, dass meine Tochter mit einem gewissen Rasmus Johansson in unserem Garten war. Rasmus hat mich nach Hause begleitet. Er ist sehr aufmerksam und weiß, was ich gehört. Und du findest ihn tatsächlich nett? Ja, wieso nicht? Komm, Mama. Rasmus und ich, wir haben mit dieser alten Geschichte gar nichts mehr zu tun. Diese alte Geschichte hat Einfluss auf das Leben von uns allen. Also, ich habe ein gutes Leben. Und du eigentlich auch, oder? So, ich gehe jetzt duschen. Schönen Tag, Mama. Aber du konntest ihn doch nie leiden. Mama. Ich bin erwachsen.
Wen ich sehen will und wen nicht, das entscheide ich selbst. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, danke. Danke schön. So einen schönen Tag. Das ist doch scheinbar immer noch die bewährteste Methode, wenn man etwas gerade rücken will. Was meinst du? Na, sind die denn nicht für Linda? Ich hab dir doch gesagt, dass wir nicht mehr zusammen sind. Ach, Rasmus, warum versuchst du es nicht nochmal? Sie ist ein so tolles Mädchen. Ich denke, das ist meine Sache. Rasmus, warte doch mal. Für die Party am Wochenende, könntest du dich da ein bisschen um die Dekoration kümmern? Du meinst Lichterketten und Luftballons? Vielleicht fällt dir ja was Originelleres ein. Es ist doch schließlich dein Beruf, dir was einfallen zu lassen, oder? Manchmal frage ich mich, ob du mich wirklich nicht verstehst oder ob du nur so tust. Ich bin jedenfalls kein Hampelmann, der Lichterketten in Bäume hängt. Ein netter Junge, Ihr Sohn. Schön, dass er Sie endlich mal besuchen kommt. Ach, ich weiß das alles nicht. Ich weiß nicht, ob er nett ist und ich weiß auch nicht, ob ich mich wirklich über seinen Besuch freue. Na endlich! Ich warte schon eine Ewigkeit auf dich. Ich sag dir, das Leben eines Blumenboten ist auch kein Spaß. Was machst du hier? Woher weißt du, dass ich hier... Du solltest dein Personal zu mehr Diskretion ermahnen. Dass jeder, der anruft, erfährt, dass du auf dem Weg zu Fischer Hamsun bist, geht eigentlich gar nicht. Ach, das hätte ich fast vergessen. Für dich. Du bist irgendwie verrückt. Macht mich das nicht einfach unwiderstehlich? Darüber kann ich jetzt nicht nachdenken. Fischer Hamsun wartet wahrscheinlich schon. Hast du gehört, dass ich einen fantastischen Fischbräter entworfen habe? Nein. Aber es ist sicher sehr schön, dieser Bräter. Was ich meine ist, ich kenne mich aus mit Fischen. Du solltest mich als Berater mitnehmen. Ich kenne mich auch aus mit Fischen. Aber vier Augen sind mehr als zwei. Und vier Ohren hören mehr als zwei, falls der alte Fischer Hamsun versucht, mich zu betrügen. Hey, ja! Das gefällt mir alles sehr gut. Aber könnten wir statt der Champignons vielleicht Shiitake-Pilze nehmen? Irgendwie klingt das edler. Okay, dann gibt's dazu aber Ente und nicht Kaninchenfilets. Ach so. Ja, gut. Was den Nachtisch angeht. Ja, frische Erdbeeren sind dann wohl auch nicht edel genug für Ihre Gäste. Ja, nein, ganz im Gegenteil. Wir können die Mousse au Chocolat auch ganz weglassen und servieren nur die Beeren. Frisch und knackig. Meinetwegen mit einem Spritzer Alkohol oder mit Eis. Hallo, Papa. Linus, kann ich kurz mit dir reden? Ja, einen Moment. Gut, Linus, ich denke, wir sind durch. Oder gibt es noch was? Ja, eigentlich nicht. Ich wollte nur noch fragen, ob Sie gehört haben, ob Ellen Palmquist inzwischen Ersatz für mich gefunden hat. Nein, sicher nicht. Und einige Gäste werden sich auch nicht mehr so wohl fühlen, wenn das Essen rapide an Qualität verliert. Ja, eigentlich wollte ich ja nicht schaden. Ich wollte nur... Das tun Sie aber. Ein Koch Ihrer Qualität mitten in der Saison zu finden, ist praktisch aussichtslos. Was soll das, Rasmus? Hör auf, Linus, ein schlechtes Gewissen einzureden. Es ist ein gutes Recht, sich zu verändern. Genauso wie es dein gutes Recht ist, Ellen Palmquist als auszuwischen, weil sie dich aus dem Rathaus vertrieben hat, ja? Erstens hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Zweitens werden wir noch sehen, wie lange sie es im Rathaus aushält. Und drittens... Verstehe ich nicht, was das soll. Es ehrt sie, dass sie wenigstens ein schlechtes Gefühl haben. Schade, dass sie sich nicht klonen können. Schluss jetzt. Gut, Linus, ich denke, Sie haben jetzt zu tun. Das ist echt ein billiges Spiel, was du da treibst. Ich weiß nicht, warum. Die Palmquist sind doch keine Konkurrenz für uns. Die bedienen ein ganz anderes Gästeklientel. Rasmus, es geht gar nicht um das Hotel. Ist es noch nie gegangen? Sie sind einfach nur undankbar und machen uns für die Unfähigkeit des alten Palmquist verantwortlich. Dabei wollte ihm mein Großvater damals nur helfen, als er in finanziellen Schwierigkeiten war. Er hat ihm ein sumpfiges Stück Wiese abgekauft. Dass dieses Grundstück dann später zu Bauland erklärt wurde, konnte doch niemand ahnen. Und dass der alte Palmquist dann seine Frau verlassen hat, ist doch nicht unsere Schuld. Es ist doch wirklich dumm, uns sowas vorzuwerfen. Ich will das alles gar nicht wissen. Ich lebe im Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Sehr gut. Ja. Fast perfekt, noch eine Spur Thymian, dann ist es okay.
Ja, hallo Edda, ich bin Sinus. Sag mal, hättest du in den nächsten Wochen Zeit? Was ist denn eigentlich mit dieser Lichtanlage? In den Unterlagen steht, dass sie ziemlich marode ist. Ja, das war sie tatsächlich. Wir mussten Angst haben, dass uns das Ganze einfach mal runterkracht. Oh Gott, keine Angst. Herr Johansen hat darauf bestanden, dass wir zur Sommersaison spielbereit sind. Das sind wir jetzt auch. Sehr gut. Lindesberg braucht ihr Theater. Wir haben ja schließlich einen Kulturauftrag. Dankeschön. Und ich verspreche Ihnen, dass ich Sie auch in Zukunft genauso unterstützen werde wie mein Vorgänger. Das ist ganz großartig. Ich danke Ihnen, Frau Palmquist. Ich freue mich sehr auf die Eröffnung. Wie Sie wissen, bin ich ja ein großer Theaterfan. Was spielen Sie denn? Strindberg meets Shakespeare, habe ich selbst geschrieben. Sehr interessant, sage ich Ihnen. Ah. Ich fürchte, wir haben wieder zu viel Fleisch. Wir müssen einfach besser kalkulieren. Gestern haben wir die Hälfte der Steaks entsorgen müssen. Bei Linus ist sowas nie passiert. Wir hatten immer nur ganz kleine Reste. Ich weiß auch nicht, wer das gemacht hat. Ich glaube, er hat einfach ein Auge dafür. Achtung, die Milch! Verdammt! Wer hat das aufgesetzt? Warum passt keiner auf? Was machen Sie denn hier? Hier ist der Zutritt für Gäste verboten. Ich bin kein Gast, ich suche Johanna Palmquist. Was bin ich? Ah, ich bin Köchin. Sie sind was? Naja, ich war bis vor einem halben Jahr Chefköchin im Andersen in Stockholm. Ich habe gehört, dass Sie hier neue Küche suchen. Wann können Sie anfangen? Sofort. Wollen Sie mich erst vielleicht mein Zeugnis sehen, oder? Nur eine Frage. Sind Sie im Andersen gekündigt worden, oder? Nein, ich bin in die Babypause gegangen. Ich wollte eigentlich ein ganzes Jahr zu Hause bleiben. Aber mein Bruder meinte, hier sei Not am Mann und Sie wären sehr nett. Ihr Bruder? Ja, Linus Marxen. Oh, sorry. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin seine jüngere Schwester, Edda. Hallo, Edda. Schwester von Linus. Herzlich willkommen im Hotel Rosenhanska. Nacht auf dich gewartet. Linda, mach das nicht. Wir sind uns doch einig. Soll das wirklich? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass... Wir sind gerettet, Rasmus! Ich habe eine neue Köchin! Das Rosenhanska läuft nicht mehr Gefahr, von mir als Küchenchefin in den Ruin getrieben zu werden. Oh, tut mir leid. Ich wollte nicht stören. Hallo, ich bin Johanna Palmquist. Hallo, Johanna. Ich bin Linda Martin, die neue Pianistin bei Pia Johansson. Rasmus hat mir den Job besorgt. Wir sehen uns später. Arbeite nicht zu viel, ja? Ich wollte dich und deine Freundin nicht stören. Du störst nicht. Linda ist die Schwester meines Partners. Sie hat einen Job gebraucht und den habe ich ihr besorgt, wenn nicht. Ich bin einfach so erleichtert, dass die Köchin plötzlich bei uns aufgetaucht ist. Der sprichwörtlich rettende Engel. So schön, dass du da bist. Jetzt erzähl mal, woher kommt er denn, dein rettender Engel? Die Schwester von Linus. Ja, das ist alles. Linda, können wir uns kurz zusammensetzen und über deinen Vertrag reden? Hey, was ist denn passiert? Schlecht geschlafen? Ach was, es ist nichts. Linda, mach mir nichts vor. Ich habe als Hoteldirektor und auch als Bürgermeister genug mit Menschen zu tun gehabt, um zu erkennen, wenn sie mir nicht die Wahrheit sagen. Es ist wirklich nichts. Geht es um Rasmus? Ich hatte gehofft, dass wir noch eine Chance haben. Aber ich habe mich getäuscht. Es ist wirklich vorbei. Bist du ganz sicher? Vielleicht gibst du zu schnell auf. Männer haben manchmal eine verdammt lange Leitung. Er trifft sich mit einer anderen. Gestern war die ganze Nacht weg. Naja. Aber selbst wenn er sich mit einer anderen trifft, dann muss das doch nicht bedeuten, dass... Doch. Das bedeutet es. So wie diese Johanna ihn angesehen hat, bedeutet es was. Johanna? Johanna Palmquist, ja. Scheint, dass du oder Rasmus sie schon eine Ewigkeit kennen. Johanna Palmquist. Zu modern. Sowas? So ähnlich sieht das im Holgersson in Bergsund aus. Du bist ganz schön anspruchsvoll. Na, wenn ich schon alles ändere, muss es doch wirklich einmalig werden. Sonst muss ich das viele Geld nicht ausgeben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir über Geld gesprochen haben. Rasmus, ich muss mal mit dir reden. Okay, darf ich dir erstmal Johanna Palmquist vorstellen? Sie ist die Tochter Natürlich von... Natürlich weiß ich, wer sie ist. Hallo, Johanna. Hallo. Es ist wichtig, Rasmus, also bitte. Ich muss sowieso los. Bis später. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Johanna!
später. Bis später. Was gibt's denn? Hast du den Verstand verloren? Was willst du mit ihr? Du willst mir doch nicht im Ernst vorschreiben, in wen ich mich verliebe. Natürlich nicht, aber man verliebt sich nicht in einem Palmquist. Mit denen wollten wir noch nie was zu tun haben. Ich sage es dir. Das kann nie und nimmer gut gehen, mein Junge. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich das gerne selbst rausfinden. Ich habe aber was dagegen. Ich bin dein Vater und ich werde nicht zusehen, dass du in dein Unglück rennst. Ich liebe Johanna. Und es ist mir egal, ob sie Palmquist heißt oder Frederiksson oder Bergmann. Es geht mir nur um Johanna. Sie ist wunderbar und ich möchte mit ihr zusammen sein. Und du mit deinen irrationalen Feindschaftsgefühlen gegenüber dem Palmquist wirst das einfach akzeptieren müssen. Bin wieder da. Alles Anrufer, die ein wahnsinnig wichtiges Anliegen hatten. Bitte sehr. Was besonders wichtig ist? Okay, danke schön. Wie kannst du das zulassen? Es wird schief gehen und sie werden beide unglücklich sein. Hallo, Peer. Schön, dich zu sehen. Ich weiß zwar nicht, wovon du redest, aber es ist gut, dass du da bist. Kannst du mir mal sagen, woher du das Geld für die Lichtanlage des Theaters genommen hast? Du musst deiner Tochter verbieten, sich mit meinem Sohn zu treffen. Das habe ich, glaub mir. Aber Johanna lässt sich nichts verbieten, sie ist nämlich erwachsen. Und du müsstest am besten wissen, dass die Kinder das tun, was sie wollen und nicht das, was wir von ihnen erwarten. Aber Rasmus... Aber Rasmus ist gebunden. Die Party am Wochenende ist die Verlobungsfeier von Rasmus und Linda und sie werden bald heiraten. Und wenn deine Tochter nicht die Finger von ihm lässt, zerstört sie seine Zukunft. Wie redest du denn von meiner Tochter? Und wer sagt dir denn überhaupt, dass nicht dein Sohn die treibende Kraft ist? Sie soll ihn in Ruhe lassen. Für dich wäre das doch ganz gut, wenn die beiden zusammen wären. So perfekt organisiert wie Johanna ist, wäre sie eine tolle Kandidatin für deine Nachfolge. Wo dein Sohn doch jetzt andere Wege geht. Ach, das ist es. Du bist nicht gegen die Verbindung, weil du hoffst, über deine Tochter kommst du an mein Hotel ran. Weil du immer noch denkst, der Grund, auf dem es steht, gehört euch. Das ist mir jetzt wirklich zu albern. Ach, Ulrika. Ja? Können Sie mir meine Verbindung zu Herrn Olsen machen, bitte? Ja, natürlich. Schönen Tag noch. Mhm. Ja, ich denke schon. Ich kenne sie schon seit der Schulzeit und eigentlich fand ich sie immer grässlich. Jetzt triffst du sie zufällig wieder und entdeckst plötzlich, dass sie gar nicht grässlich ist. Ja. Pelle, entschuldige bitte. Ja? Du musst sofort zurückkommen. Bei Herberti gibt es Probleme. Ich bin mit den Entwürfen noch nicht fertig. Kannst du das nicht alleine regeln? Wenn wir da nicht heute Abend zusammen in seinem Hotel antanzen und seine Befürchtungen anhören, dann können wir den Auftrag in den Wind schießen. Es ist ernst, Rasmus. Es geht um unsere Zukunft. Okay, ich weiß zwar nicht, was los ist, aber ich komme natürlich. Ja, bis später. Dein Bruder verlangt nach mir. Ich muss zurück nach Stockholm. Bis bald, Linda. Na, was gibt's so Dringendes? Ich muss mal mit dir reden. Du musst aufhören, dich mit Rasmus zu treffen. Ich mache seit Jahren, was ich will. Wie kommst du plötzlich darauf, mir zu sagen, was ich tun soll? Weil ich nicht möchte, dass du unglücklich wirst. Ich habe ja auch vor, mit Rasmus nur glücklich zu werden. Wenn du ihn mal kennenlernen würdest, würdest du sehen, wie toll er ist. Weißt du, dass er bald heiraten wird? Blödsinn. Er hat mir mal erzählt, dass er eine Freundin hatte. Aber die sind schon lange getrennt. Mhm. So. Das hat er dir erzählt, ja? Ja. Ja, typisch. Weißt du, warum Peer uns Linus abgeworben hat? Er sucht den besten Koch für die Hochzeit seines Sohnes. Und diese Party da am Wochenende, das ist nicht irgendeine Party. Das ist die Verlobungsfeier für Rasmus mit dieser Linda. Du spinnst, Mama. Ich habe dir gesagt, dass du dich nicht auf ihn einlassen sollst. Diese Johansons sind einfach alle nicht ehrlich. Weißt du was? Ich habe dieses Gerede von den bösen Johansons so satt. Wenn du mit Peer nicht klarkommst, ist es deine Sache. Ich vertraue Rasmus. Und ich werde mir von dir nicht einreden lassen, dass er ein Betrüger ist. So, und jetzt muss ich los. Ich muss ja dein Hotel leiten, wie du weißt.
Rasmus? Hallo, hier ist die Mailbox von Rasmus Johansen. Wenn ihr wollt, dann hinterlasst bitte eine Nachricht. Ich bin's. Wo bist du denn? Ruf mich an, ich... Ich vermiss dich. Hallo, Herr Johansen. Hallo. Kann ich was für Sie tun? Sagen Sie Johanna bitte, dass ich da bin. Tut mir leid, sie ist nicht im Haus. Sie hat was in der Stadt zu tun. Danke. Was willst du hier? Ich suche Johanna. Ich wollte dir nur sagen, dass ich kurz nach Stockholm muss. Und du meinst, das sollte Johanna interessieren? Und nicht etwa Linda? Wieso? Linda weiß, dass ich nach Stockholm fahre. Und jetzt sagen Sie mir bitte, wo ich Johanna finde. Ich hab's wirklich eilig. Sie ist weggefahren. Ja, sie hat sich heute freigenommen. Sie hat mir gesagt, dass ihr die Decke auf den Kopf fällt und ist nach Malmö gefahren. Dort liegt ja ihr Freund. Ihr Freund? Ja. Hat sie dir das nicht erzählt? Ist auch manchmal chaotisch, wenn es nicht um ihren Job geht. Die sind doch schon seit 3 Jahren zusammen. John. Der ist Architekt, ist ein interessanter Mann. Und sehr nett. John? John, Bridgewater. Sie hat ihn in Rom kennengelernt. Er ist Engländer. Ja, ich hoffe, dass sie bald heiraten. Ich hätte ja gern die Enkelkinder zu einem Zeitpunkt, wo ich noch was mit ihnen anfangen kann. Ich muss los. Sagen Sie ihr bitte, dass ich da war. Natürlich. Und sagen Sie ihr, dass ich Sie anrufen werde. Mach ich. Stimmt nicht. Ich hoffe, dass wir alles zu Ihrer Zufriedenheit tun konnten. Und entschuldigen Sie bitte. Hallo. Hallo. Ich würde Sie gerne was fragen. Ja, natürlich. Aber falls es sich um Linus handelt, es war seine Entscheidung, zu mir zu kommen. Ich verstehe, dass Sie ihn abgeworben haben. Er ist wirklich gut. Ihr Sommerfest wird bestimmt gewinnen durch seine Kochkünste. Ja, davon bin ich überzeugt. Rasmus will für sein Fest einfach nur das Beste. Soll das heißen, es stimmt, dass es nicht nur ein Sommerfest ist, sondern... Ja, natürlich. Das ist eine Verlobungsfeier. Linda und Rasmus sind ein schönes Paar und es wird langsam Zeit, dass die beiden heiraten. Ich freue mich sehr für meinen Jungen. Er kümmert sich so rührend um die Kleine. Jetzt ist er zum Beispiel mit ihr nach Stockholm gefahren, um ihr für das Fest ein Kleid zu kaufen. Es tut mir leid. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Fest. Und Rasmus auch. Danke, das werden wir haben. Ich musste zurück nach Stockholm. War nett, dich wieder getroffen zu haben. Alles Gute, Gruß, Rasmus. Los, geh ran, du Feigling. Hallo, hier ist die Mailbox von Rasmus Johansen. Wenn ihr wollt, dann hinterlasst mir doch eine Nachricht. Hallo, Ole. Wie geht's? Tag dir. Ich wollte dir nur sagen, ich habe dich gewählt. Ich wollte, dass du Bürgermeister bleibst. Danke. Aber Ellen Palmquist wird das sicherlich auch ganz gut machen. Oh, und du nimmst deine Niederlage erstaunlich gelassen. Oder gehst du davon aus, dass ihre Tage sowieso gezählt sind? Hör mal, das mit der Wiedereröffnung klappt ja nun doch termingerecht. Wie hast du denn das mit der Lichtanlage hingekriegt? Ich dachte, die war komplett im Eimer. Wenn ich etwas von dir gelernt habe, dann ist es zu improvisieren. Das bisschen Geld, das aus dem Waldhaus zu kam, das war nicht mehr als der Tropfen auf den heißen Stein. Aber die Tatsache, dass es dabei auch um Arbeitsplätze geht, nicht zuletzt um meinen, das hat ungeheure kreative Kräfte in mir freigesetzt. Sag mal, soll das heißen, du hast Sponsoren gefunden? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Man tut eben, was man kann. Sehen wir uns morgen bei der Eröffnung? Aber ich weiß noch nicht. Ich habe nicht mehr direkt was damit zu tun. Mal sehen. Wir spielen eine Uraufführung. Strindberg meets Shakespeare, habe ich geschrieben. Sehr interessant, sage ich dir. Solltest du dir nicht entgehen lassen. Naja, vielleicht sehen wir uns ja. Natürlich kommst du. Du wirst doch nicht zulassen, dass deine Nachfolgerin alle Lorbeeren erntet. Ole, ich bin da leidenschaftslos. Unsere kleine Stadt weiß doch um meine Verdienste. Na, meine Süße. Wieso bist du nicht mehr im Büro? Bist du schon fertig? Ich habe 10 Stunden gearbeitet. Mir schwirrt der Kopf an all den Zahlen. Lass mir jetzt mal ein bisschen den Wind um die Nase wehen. Viel Spaß. Hast du nicht Lust mitzukommen? Ich glaube, so ein bisschen Ablenkung würde dir ganz gut tun. Hm? Okay, vielleicht hast du ja recht. Natürlich habe ich recht. Los, zieh dich um, schnell. Ich kann nicht fassen, dass ich mich so in ihn getäuscht habe. Man kann den Menschen nicht reingucken. Man kann nicht sehen, ob sie die Wahrheit sagen oder nicht. Aber du und Papa, du hast ihm doch auch vertraut. Ihr habt euch doch sehr geliebt. Vielleicht hat das mit deinem Vater und mir deshalb so gut geklappt, weil unsere Erwartungen aneinander nicht so hoch waren.
Vielleicht war es auch einfach die eine große Liebe, die man in seinem Leben trifft. Ich habe gedacht, bei Rasmus und mir könnte es genauso sein wie bei Papa und dir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du recht hast mit dem Johansons. Du wirst schon noch den richtigen treffen. Du wirst den Rasmus bald vergessen. Verdammt, Mama, ich habe mich wirklich in ihn verliebt. Hat sich alles so richtig angefühlt. Wie kann er mich dann so anlügen? Du, es gibt so Männer. Wir nehmen alles mit, was am Wegesrand steht. Vielleicht wollte er sich noch mal so richtig austoben vor seiner Hochzeit. Und da bin ich ihm gerade recht gekommen. Hallo, Peer. Hallo. Darf ich auch mal? Ja. Danke. Das ist ja diese Johanna Palmquist. Und wer ist die andere Frau? Ellen Palmquist, ihre Mutter. Ach, ihre Nachfolgerin im Rathaus. Ja. Was ist mit ihr? Wieso? Was soll mit ihr sein? Ich weiß nicht. Ich frage mich nur, was ist so interessant an den beiden, dass sie sie beobachten? Was? Ich beobachte sie doch nicht. Ich schaue auf den See und sie fahren zufällig vorbei. Ach, Linda. Ich will einfach nicht, dass Rasmus mit ihr da unglücklich wird. Sie passen nicht zu uns, diese Palmquist-Frauen. Die machen nur Stress. Ich weiß auch nicht, was da plötzlich passiert ist. Der Wertesekretärin hat nur gesagt, dass er uns sofort in seinem Hotel sehen will. Hast du dir Alternativen zu deinen Entwürfen überlegt? Du musst den Auftrag auf jeden Fall retten, sonst sind wir... Hör mir gefälligst zu, was suchst du denn? Mein Handy, ich muss es irgendwo verloren haben. Lies mal dein Handy und konzentrier dich auf Alberti, verdammt. Ich muss mal telefonieren. Gibst du mir bitte deins? Danke. Telefon. Ich will nicht mit ihm reden. Es nervt aber. Er ist es nicht. Hallo? Johanna, endlich. Ich versuche dich schon die ganze Zeit zu erreichen. Kannst du mir mal bitte sagen, was mit John ist? Ich will nicht mit dir reden. Du kannst mich doch nicht einfach so abservieren. Ich dachte... War nett, dich wieder getroffen zu haben. Alles Gute. Aufgelegt. Was soll denn das? Idiot. Das ist die Mailbox von Johanna. Ich freue mich über Nachrichten. Kannst du mir mal verraten, worum es überhaupt geht? Wer ist diese Johanna? Nur die Frau, mit der ich mein Leben verbringen wollte. Und, was ist passiert? Sie hat mir was vorgemacht. Sieht so aus, als hätte mein Vater recht. Man sollte sich nicht auf die Palmquist einlassen. Vergiss die Frauen jetzt. Und konzentriere dich in der nächsten Stunde nur auf unseren Auftrag, okay? Es hat gut getan. Auf dem Wasser geht's einem einfach immer gleich viel besser. Mhm. Danke. Wofür? Fürs Zuhören. Du weißt, du kannst immer mit mir reden, wenn du ein Problem hast, ja? Und jetzt versuch mal, ihn zu vergessen. Ja. Ja. Schlaf schön. Ich muss noch ein paar Sachen durchsehen. Ich brauche jetzt auch meinen Schönheitsschlaf. Muss ja morgen gut aussehen bei meiner ersten Amtshandlung. Du kommst doch zur Eröffnung des Theaters, oder? Klar, das lasse ich mir doch nicht entgehen. Ich möchte nichts. Danke, Ingrid, Sie können gehen. Das erklären? Da gibt's nichts zu erklären. Das sind Peer und ich. Vor 1000 Jahren. Wo hast du das gefunden? Wart ihr befreundet? Nein. Habt ihr was miteinander gehabt? Das war bei irgendeinem Midsommerfest. Da war nichts. Aber ihr seht doch aus wie ein richtig... Kein Aber. Ich möchte jetzt auch schlafen. Gute Nacht. Thank you.
guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind, um dieses wunderschöne Gebäude nach 2 Jahren der Restaurierung endlich wieder in Besitz zu nehmen. Und ich freue mich besonders, dass es meine erste Amtshandlung ist, dieses Theater endlich wieder seiner Bestimmung zu übergeben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren Handwerkern, die großartige Arbeit geleistet haben, bei unseren Ingenieuren und vor allem bei unserem Theaterdirektor Ole Olsen. Glaubt hat, dass sein Theater, unser Theater, wieder eröffnet wird. Und nicht vergessen möchte ich, mich zu bedanken bei meinem Vorgänger, Per Johansson. Per, wo bist du? Da. Der in den vergangenen Jahren unermüdlich Sponsorengelder zusammengesammelt hat. Per, ich danke dir und die ganze Stadt Lindesberg dankt dir von Herzen. In Ordnung. Mama, ist dir was passiert? Ole! Ole, warte! Was war das? Du sollst auf mich warten! Bist du wahnsinnig? Das, was da eben passiert ist, ist deine Schuld. Du hast die Lichtanlage nicht erneuert, wie versprochen. Du wolltest doch auch, dass wir so schnell wie möglich eröffnen. Und du kennst unsere finanzielle Misere. Es war dir völlig egal, ob Menschen dabei zu Schaden kommen. Das wird ein Nachspiel haben, Ole. Für diesen Pfusch wirst du dich verantworten müssen, das garantiere ich dir. Für ein Mist. Fahr einfach zu ihr hin. Frag sie, was das alles soll. Und dann komm wieder und konzentriere dich auf deinen Job. Sie will mich nicht sehen, das war ja wohl deutlich. Ich sag nur die Frau, mit der ich mein Leben verbringen will. Hallo, Mama. Hallo, meine Süße. Danke. Na, wie geht's dir? Gut. Hättest du dir heute wirklich frei nehmen können, nach dem Schrecken? Ich hab zu tun. Ich muss gegen Ole aussagen. Die Polizei hat festgestellt, dass er viel zu schwere Lampen aufgehängt hat. Gegen den Rat der Techniker. Man hätte diese ganze Lichtanlage wegschmeißen und eine neue installieren müssen. Aber dann hätte er sein Theater natürlich erst im nächsten Jahr wieder eröffnen können. Hast du mit Pla geredet? Nee, wieso? Er hat dir vielleicht das Leben gerettet. Ach, dramatisier doch nicht immer alles so. Ist doch gar nichts passiert. Er hat dich auf jeden Fall vor einem schlimmen Unfall bewahrt. Daran gibt's keinen Zweifel. Und er hat sich für dich geprügelt. Tatsächlich? Ja. Na ja, dann. Dann sollte ich ihm vielleicht einen Dankesbrief schreiben. Okay, lass uns was essen gehen. Ich wünschte, es gäbe jemand, der sich für mich prügeln würde. Per Johansson. Hallo. Hallo. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken kann. Ach, das war doch nichts. Ich dachte nur, vielleicht kann ich dir was helfen, solange deine Mutter krank ist. Du bist ja hier. Wäre es nicht besser, du wärst noch ein paar Tage zu Hause geblieben? Ach was? Fällt mir doch nur die Decke auf den Kopf. Per, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du Schlimmeres verhindert hast. Obwohl, wenn es mich erwischt hätte, dann hättest du ja jetzt wahrscheinlich deinen Job wieder. Ja. Blöd von mir, hä? Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. Blöd von dir. Na gut. Wenn ich hier nicht gebraucht werde, dann werde ich mal wieder gehen. Pierre? Dankeschön. Hallo, hier ist die Mailbox von Rasmus Johansen. Wenn ihr wollt, dann bitte lasst mir doch eine Nachricht. Na? Alles okay? Er will nicht mit mir reden. Du solltest ihm nicht so nachlaufen. Das hast du nicht nötig. Keine Ahnung, ob ich das nötig habe. Jedenfalls will ich nicht in 30 Jahren so unglücklich sein wie Peer. Wie kommst du darauf, dass Peer unglücklich ist? Das frage ich dich. Ich habe doch genau gesehen, wie er dich im Theater angeschaut hat. Komm, lass uns was essen gehen. Na dann wünsche ich weiterhin guten Appetit. Ich muss jetzt mal wieder in die Küche. Weiter so. Sag mal, hat sich
Pia wirklich wegen mir geprügelt? Willst du nicht endlich darüber reden, Mama? Das ist doch nicht nur Antipathie, was zwischen euch ist. Also gut. Ich habe ihn wirklich geliebt damals. Und ich war mir sicher, dass er genauso verliebt in mich war wie ich in ihn. Sie hatten uns gesagt, dass diese alte Familiengeschichte uns nichts angeht. Und dann habe ich eines Tages eine Heiratsanzeige bekommen. Per Post. Ohne ein persönliches Wort, ohne einen Kommentar. Da hatte er Irmela Stafford geheiratet. Was? Ja. Und er hat mir nichts von ihr erzählt. Hat auch keine Ahnung, dass er mich hintergeht. War ein Spielzeug. Kurz vor seiner Ehe, einen Sommer lang. Ich bin nie wieder in meinem Leben so verletzt worden. Er ist ein ganz gemeiner und rücksichtsloser Mensch, der mir den größten Schmerz meines Lebens zugefügt hat. Aber vorher hattest du dich in ihn verliebt? In einen Johansson? Obwohl eure Familien verfeindet waren? Ja, du siehst ja, wie es geführt hat. Fast hätte sich die Geschichte wiederholt. Hast du damals mit ihm geredet? Hast du ihn gefragt, warum er das tut? Warum er dich einfach so sitzen lässt? Nein, ich war viel zu verletzt. Ich bin dann nach Malmö gegangen, um meine Ausbildung fertig zu machen. Und habe ich ja dann Gott sei Dank deinen Vater kennengelernt. Und als wir dann hierher zurückkamen, da hatte ich es alles überwunden. Ich muss los, Mama. Ich habe was ganz Dringendes zu erledigen. Was? Ist alles in Ordnung? Ja, ja, ist alles großartig, Eva. Danke. Hallo, Mama. Ich glaube, ich habe mein Handy hier vergessen. Hast du es irgendwo? Ja. Ich wollte es dir morgen per Kurier schicken. Aber schön, dass du wieder da bist. Ich muss gleich wieder los. Ich muss noch zu... Was ist das? Ich musste zurück nach Stockholm. War nett, dich wieder getroffen zu haben. Alles Gute. Gruß, Rasmus. Wer hat das geschrieben? Ich. Du. Ich weiß es nicht. Bist du wahnsinnig geworden? Ich sag's dir jetzt noch einmal. Ich liebe Johanna. Wo ist Johanna? Nicht da. Soviel ich weiß, ist sie nach Stockholm. Danke. Hallo? Hallo. Ich bin Pelle Martin. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich muss Rasmus sprechen. Er ist gerade unterwegs. Wann kommt er denn wieder? Es ist dringend. Oder kann ich ihm hinterherfahren? Kann es sein, dass du Johanna bist? Ja? Hallo Ellen, ich wollte... Ich wollte nur fragen, wie es dir geht. Nochmal? Ich hab dir doch schon gesagt, dass es mir gut geht. Ja, schön. Aber nach ein paar Stunden hätte es ja auch... Ja. Weißt du, Ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Okay. Ach, mach was. Habe ich auch schon mal gesagt. Aber falls du mich brauchst. Ne? Danke. Pierre? Ja? Will dein Sohn wirklich diese Linda heiraten? Nein, wollte er nie. Aber ich wollte nicht, dass er jemals so verletzt wird wie ich damals von dir. Bitte? Du von mir? Du hast mich doch verlassen. Du hast doch Irmela geheiratet, obwohl du mir gesagt hast, dass du mich liebst. Ellen, du wolltest mich doch gar nicht heiraten. In Wahrheit wolltest du doch nach Kanada gehen, um da all deine Ideen zu verwirklichen. Nach Kanada? Wer erzählt denn so einen Quatsch? Ich wollte doch nie nach Kanada. Ach so. Und ich wollte Irmela eigentlich gar nicht heiraten. Ach so? Wieso gehst du nicht an dein Handy? Wie kommst du darauf, mir so eine dämliche SMS zu schicken?
Und wieso hast du mir verheimlicht, dass du dich mit dieser Linda verloben willst? Ich bin sowas von sauer, ich kann es dir gar nicht sagen. Und was ist mit John? Was für... Ach, du meinst John Bridgewater? Er ist ein Freund. Er war in dem Hotel in Rom, wo ich gearbeitet habe, für die Presse zuständig. Woher kennst du ihn? Du bist gar nicht mit ihm zusammen? Nein. Deine Mutter hat das behauptet. Kann es sein, dass du diese Linda gar nicht heiraten willst? Wieso? Dein Vater hat das behauptet. Nein. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Du bist auch nicht wie dein Vater. Und du nicht wie deine Mutter. Beinahe hätten sie es geschafft. Aber nur beinahe. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass unsere Familien das geschafft haben. Ich hab dich gehasst, die ganzen Jahre. Ich dich auch. Und doch habe ich nie aufgehört, an dich zu denken. Meinst du, es ist zu spät? Für uns? Solange wir beide leben, ist es nie zu spät. Wir müssen den Kindern sagen, dass wir sie belogen haben. Das wissen die doch längst. Aber wir sollten uns bei ihnen entschuldigen. Ja. Du vor allem. Wo finde ich meinen Vater? Das weiß ich leider nicht, Herr Johansson. Er ist nicht im Haus. Hallo Karl, wo ist denn meine Mutter? Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Ich glaube, sie ist in ihrem Zimmer. Ja? Mama, ich muss dir was sagen. Johanna, ich bin froh, dass du wieder da bist. Ihr habt es nicht geschafft, uns auseinanderzubringen. Rasmus und ich, wir gehören zusammen. Ich muss euch auch was sagen. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben vor, mit dem Feindschaftsquatsch endlich aufzuhören. Ich liebe Johanna. Und Johanna liebt mich. Habe ich einen Hunger? Papa! Mama? Ich denke, wir müssen uns bei euch entschuldigen, nicht Peer? Ja. Entschuldigt bitte. Wir haben eure Liebe beinahe zerstört. Und zwar genauso dumm, wie unsere Eltern es damals mit uns gemacht haben. Und alles nur, weil sich die Familien Palmquist und Johansson traditionell hassen mussten. Keine Sorge. Johanna und ich haben das schon geklärt. Und wir haben dafür keine 30 Jahre gebraucht. Wie klug diese Jugend ist, ne? Immer wenn ich etwas Zeit habe, gönne ich mir das Vergnügen, mit der Fähre nach Stockholm zu fahren. Es ist wunderbar. Ja, großartig. Sind Sie das erste Mal in Schweden? Kommt mir fast so vor. Ich war ewig nicht mehr zu Hause. Also dann, los geht's. Guten Morgen, Karl. Morgen, Frau Weinquist. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl. Danke. Das war ja ganz schön knapp. Ach, gewonnen ist gewonnen. Ich freue mich, dass wir endlich einen neuen Bürgermeister haben. Sie werden es bestimmt gut machen. Karl, ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen.
Einen Augenblick bitte, Frau Palmquist. Haben Sie ein paar Minuten Zeit? Jetzt habe ich es furchtbar eilig. Um 10 Uhr ist die Vereidigung. Ich muss Sie dringend sprechen, das ist wichtig. Ja, vielleicht heute Abend, aber jetzt muss ich wirklich los. Sie hatten die ganzen letzten Wochen wegen dem Wahlkampf keine Zeit. Ich habe immer wieder versucht, mit Ihnen zu reden. Ich weiß, ich habe das Hotel in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigen müssen. Aber wenn Johanna da ist, dann wird das alles besser. Bis später. Sie weiß es immer noch nicht? Sie gibt mir keine Gelegenheit, es ihr zu sagen. Selbstverständlich bringen wir zum Meeting Vorschläge für das Teegeschirr mit. Nein, nichts Traditionelles, das haben wir schon verstanden. Verlassen Sie sich einfach auf uns, Frau Hamsun. Ja, wir freuen uns auch. Wir sehen uns am 13. Wiederhören. So, fertig. Wie findest du sie? Nicht übel. Nicht übel? Das Teil ist großartig. Es ist wie immer, du bist so spät mit dem Modell fertig, dass ich keine Zeit habe, irgendwas daran zu kritisieren. Mann, es ist fast 11, du musst los. Du kannst ja Berti nicht warten lassen. Entschuldigung. Können Sie nicht aufpassen? Das Gleiche könnte ich Sie auch fragen. Tut mir leid, ich muss weiter. Signor Alberti. Pelle? Das muss. Ich stehe gleich da drüben. Also, auf gute Zusammenarbeit. Packen wir es an. Oh, oh, danke schön. Das ist aber lieb. Ja, wir müssen natürlich schnell einen Termin finden. Oh, endlich mal eine Frau auf dem Kreuzchen. Hallo. Sie wird sich noch wundern, wenn sie merkt, dass das Amt kein Zuckerschlecken ist. Ja, da kommt sie. Aber sie ist stark. Weißt du noch, wie sie nach dem Tod ihres Mannes ihr Hotel nach oben gebracht hat? Das ist ja Glück. Das haben ja auch nicht viele zugetraut. Ellen, meine Liebe. Ja. Lass dir alles Gute wünschen. Danke. Ich bin fest davon überzeugt, dass du meine Arbeit würdig fortsetzen wirst. Ich weiß, wie groß deine Fußstapfen sind. Und ich hoffe, ich darf dich um Rat fragen, wenn ich mal nicht weiter wissen sollte. Ja, selbstverständlich. Frag, wann immer du willst. Ich werde dir mit meiner Erfahrung gern zur Seite stehen. Vorausgesetzt natürlich, die Arbeit lässt es zu. Du weißt ja, die Saison fängt gerade erst an. Und mein Hotel ist jetzt schon für den ganzen Sommer ausgebucht. Schön. Ja. Also. Meine Herren. Hallo. Karl! Ist schon da! Was für eine Freude! Ich freue mich auch wieder zu Hause zu sein. Wo ist denn meine Mutter? Da. Mama! Na, meine Süße! Oh, endlich bist du da. Gut siehst du aus. Hast du mir was mitgebracht? Nicht gucken. Tut mir leid, dass ich dich nicht abholen konnte, aber ich konnte ja schlecht meine eigene Vereidigung schwänzen. Du hast es tatsächlich geschafft, Per Johansen aus dem Rathaus zu vertreiben. Glückwunsch. Ja. Nach wie vielen Jahren ist er jetzt Bürgermeister gewesen? 15. Und jetzt bin ich dran. Johanna! Du kommst gerade zur richtigen Zeit. Ohne deine Hilfe hier im Hotel, da könnte ich den Job als Bürgermeisterin gar nicht machen. Moment mal, Mama. Du weißt schon, dass ich erst in 2 Jahren deine Nachfolgerin werde? Es reicht nicht. Es tut mir leid, wenn Ihnen mein Modell nicht gefällt. Ich bin natürlich bereit, mir Ihre Kritik anzuhören und gegebenenfalls... Ich finde es ganz hervorragend. Ich hätte nicht gedacht, in Skandinavien auf eine Espresso-Maschine zu stoßen, die mich dermaßen beeindruckt. Aber Sie haben gesagt, es reicht nicht. Man müsste eine ganze Serie anbieten. Toaster, Wasserkocher, Küchenmaschine, alles im selben Design. Wie lange brauchen Sie, um so etwas zu entwickeln? Wenn ich Ihnen die neuen Modelle in einer Woche präsentiere, würde Ihnen das reichen? Stimmt also, was man so in der Branche munkelt. Sie sind nicht nur gut, sondern auch ehrgeizig. Wir sind uns einig. In einer Woche bekomme ich die neue Präsentation. Dann lassen Sie uns jetzt etwas essen. Peter, du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Herr Carson hat uns den Sommerjob abgesagt. Er schließt den Club zum Monatsende und ich stehe jetzt ohne Arbeit da. Es ist so ein Später, Linda, wir sind in einem Meeting. Entschuldigen Sie, Alberti, das ist meine Schwester Linda. Linda, das ist Enrico Alberti aus Mailand. Tut mir leid, dass ich da. Es ist nur, ich habe keine Ahnung, wie ich in den nächsten Monaten meine Miete zahlen soll. Ich bin Musikerin, müssen Sie wissen. Linda, wie wär's, wenn du im Atelier wartest? Ich habe vielleicht eine Idee.
Ja, Moment hier. Ja, dann auf eine gute Zusammenarbeit, Linus. Ja, danke, Herr Johansen. Danke Ihnen sehr für diese tolle Chance. Also, ich könnte mir keinen besseren Koch wünschen. Sind Sie sicher, dass Sie nicht schon vor dem ersten bei mir anfangen können? Meinetwegen könnte es schon morgen losgehen. Ich denke nicht, dass Frau Palmquist mich so einfach aus dem Vertrag lässt. Also, das heißt, sie weiß es noch gar nicht? Sie hatte einfach keine Zeit die letzten Wochen. Die Bürgermeisterwahl hatte sie voll beansprucht. Na dann, das wird ja noch eine schöne Überraschung für Sie werden. Also. Natürlich ist das wichtig, Frau Markland. Aber ich möchte Sie trotzdem bitten, in meine Bürgersprechstunde zu kommen. Ja, jeden Donnerstag von 9 bis um 12. Das ist neu. Aber mir ist es wichtig, dass die Leute wissen, wann ich Zeit für sie habe. Na, hast dich umgesehen. Wie gefällt's dir? Super. Das hast du alles sehr schön hinbekommen, Mama. Ich bin stolz auf dich. Und ich freue mich wirklich, hier arbeiten zu dürfen. Ich freue mich auch auf dich. Entschuldigen Sie, dass ich störe, aber ich kann nicht länger warten, Frau Palmquist. Ja, Linus. Also, wenn Sie die Küchenpläne für die nächste Zeit besprechen möchten, dann machen Sie das bitte mit meiner Tochter Johanna. Die ist nämlich ab sofort meine engste Mitarbeiterin. Freut mich sehr. Ich habe schon so viel Gutes über Sie gehört. Ja, tut mir leid, aber ich müsste mit Ihnen sprechen. Ich kündige, Frau Palmquist. Ich habe einen anderen Job angenommen. Ich glaube, ich habe Sie nicht richtig verstanden. Ich wollte schon seit Wochen mit Ihnen reden, aber ich habe ein ganz tolles Angebot bekommen. Das ist eine große Chance, ein echter Karrieresprung. So ein Angebot bekommt man nicht oft. Ich musste einfach annehmen. Ja, dann muss ich Ihnen wohl gratulieren. Ein junger Mann wie Sie muss so eine Chance natürlich wahrnehmen. Verstehe ich gut. Aber es fällt mir sehr schwer, Sie gehen zu lassen. Wo gehen Sie denn hin? Ins Hotel Lindesund. So. Sie verlassen mich, um zu Per Johansson zu gehen? Entschuldigen Sie, ich weiß, Sie verstehen sich nicht gut, aber das Lindesund ist ein großes Hotel. Küchenchef dort zu sein, ist für mich eine tolle Herausforderung. Ich konnte einfach nicht... Ja, dann gehen Sie bitte sofort. Ich rufe eben im Büro an. Dann können Sie sich da Ihre Papiere abholen. Und das Zeugnis lasse ich Ihnen zuschicken, wenn Sie nichts dagegen haben. Ja, aber ich könnte noch bleiben, bis Sie einen Nachfolger... Nein, danke schön, Linus. Danke. Das ist doch unglaublich. Mama, warum hast du ihn nicht wenigstens noch bis zum Monatsende behalten? Was machen wir jetzt ohne Koch? Ich habe zwar keine Ahnung, wo wir hier hinfahren, aber es ist schön hier. Und diese duftet. Wieso kommst du nicht öfter hierher? Ich komme so oft wie nötig. Hier nicht. So schlimm? Schlimm, aber das liegt nicht in der Landschaft. Sondern? Das wirst du noch früh genug mitkriegen. Und? Kannst du dir vorstellen, hier zu arbeiten? Als was denn? In der ich als Zimmermädchen gejobbt habe, ist mich endgültig zum Erasmus. Entschuldigen Sie, mein Herr, Ihr Hotel ist ja ganz schön, aber diese Musik, die da aus der Konserve kommt... Na sowas, Rasmus. Das freut mich aber, dich mal wiederzusehen, mein Junge. Hallo, Papa. Hallo. Ich habe gehört, dass Herr Munk diesen Sommer im Operncafé in Stockholm spielt. Hast du schon Ersatz für ihn? Nein, nein, ich hatte noch gar keine Zeit. Darf ich dir Linda vorstellen? Sie ist Pelle Martins Schwester und sie ist Pianistin. Hallo, freut mich. Hallo. Aber erzähl mir doch erstmal, wie es dir geht. Mir geht's super. Ich habe gerade eine Kaffeemaschine entworfen. Unser Auftraggeber war so begeistert, er wollte eine ganze Serie haben. Linda, wie komme ich zu so einem Sohn? Er könnte das beste Hotel hier in der Gegend leiten, aber er findet Küchengeräte, die es schon überall gibt. Das muss doch eine brotlose Kunst sein. Ich wusste, dass du dich für mich freust. Danke, Papa. Aber es geht ja nicht um mich. Ich wollte dir vorschlagen, dass du Linda als Pianistin einstellst. Rasmus, ich habe noch nie eine Pianistin beschäftigt. Ja, warum eigentlich nicht? Tja, Linda. Dann legen Sie mal los. Wieder. Schauen Sie eigentlich nie, wo Sie hingehen? Sie radeln auch hier wie ein Irrer durch die Gegend. Und außerdem, Sie können sich wirklich mal entschuldigen, Sie... Jetzt weiß ich, wer du bist.
Du bist Johanna Palmquist. Ja. Und wer sind Sie? Ah, so furchterregend hast du früher in der Schule schon immer geguckt. Ich hatte ja regelrecht Angst vor dir. Rasmus Johansson. Und du hast schon damals gelogen, ohne rot zu werden. Ich wusste schon, warum ich nichts mit dir zu tun haben wollte. Ich wollte nichts mit dir zu tun haben. Wie ich schon sagte, lügen, ohne rot zu werden. Was machst du hier? Ich habe gehört, du hast im Ausland Karriere gemacht. Ich war die letzten 3 Jahre in Rom, jetzt bin ich wieder hier. Und wen treffe ich als erstes? Dich. Meine Mutter hat mir mal erzählt, wie sauer dein Vater ist, weil du sein Hotel nicht übernehmen willst und stattdessen lieber den Künstler in Stockholm spielst. Kann ja nicht jeder so fantasielos sein und ins Familiengewerbe einsteigen. Mach's gut, Rasmus Johansson. Hey, soll ich dich nicht zum Arzt fahren? Danke, geht schon wieder. Ich meine nur, nicht, dass du mir nachher mit riesigen Schadensersatzforderungen kommst, weil dir der Arm wehtut. Was machst du denn noch hier? Ach, du. Ja, komm schon. Nur, erst du. Ich fürchte, so wirst du als Bürgermeisterin ziemlich schnell scheitern. Etwas mehr Entschlossenheit braucht man auf diesem Posten schon. Vielen Dank für diesen Rat. Da wäre ich jetzt alleine gar nicht drauf gekommen. Typisch, Frau. Denk zuerst an die Dekoration. Das ist keine Dekoration. Das ist gut fürs Büroklima. Ich habe dafür keine Grünpflanzen gebraucht. Ich habe das mit meiner Persönlichkeit geschafft. Das hat dir aber auch nicht geholfen, die Wahl zu gewinnen. Ja. Ja, ja. Alles Gute nochmals, liebe Ellen. Und hoffentlich leidet dein kleines Hotel nicht allzu sehr unter diesen neuen, gewaltigen Herausforderungen. Du, da mach dir mal keine Sorgen. Ich habe ja eine Tochter, die mit ins Geschäft einsteigt. Wusstest du übrigens, dass Johanna wieder da ist? Ah. Sie hat die Leitung des Hotels übernommen. Und ich sag dir was, sie macht das richtig gut. Glaubt deine Tochter, sie schafft das ohne Koch? Ach, Linus, da müsste ich dir eigentlich danken. Weißt du, ich hatte in letzter Zeit ein paar Probleme mit ihm. Und da habe ich immer schon überlegt, wie ich ihn loswerden könnte. Aber das hast du mir jetzt abgenommen. Ich dachte mir doch, dass du mit ihm nichts anzufangen weißt. Und bei mir findet er endlich die Herausforderung, auf die er bei dir vergeblich gewartet hat. Und alle sind zufrieden. Am meisten freue ich mich für dich, liebe Ellen. Schönen Tag noch. Schon, du kommst heute gar nicht mehr aus den Federn. Guten Morgen. Guten Morgen. Normalerweise bin ich 7 schon im Atelier. Und außerdem bin ich schon seit Stunden wach. Tut mir leid, ich wollte dich nicht kritisieren. Und? Hast du wenigstens gut geschlafen? Hab ich. Danke. Ja, danke. Sie spielt gut, deine Freundin. Rina und ich sind kein Paar. Wir waren mal kurz zusammen, aber es hat nicht funktioniert. Sie ist eine sehr hübsche und sehr sympathische junge Frau. Jedenfalls danke ich dir. Das war eine gute Idee, sie mitzubringen. Das war sogar eine sehr gute Idee. Hör mal, ich würde am Wochenende gerne eine Party geben. Nichts Großes, etwas Ungezwungenes, Legeres zum Saisonauftakt. Hm? Was hältst du davon? Na klar, wieso nicht? Wird bestimmt lustig. Aber ich muss los. Wie? Ja, war nett, dich zu sehen. Aber ich... Ich würde mich freuen, wenn du noch ein paar Tage bleiben könntest. Nina würde sich sicher auch freuen, dann würde sie sich nicht so einsam fühlen. Ich habe einen Job und ich habe auch Termine. Ich kann nicht einfach hier bleiben. Ich sage ja nicht, dass du nicht arbeitest, aber dieses Entwerfen oder Zeichnen oder was du da machst. Kannst du das nicht auch hier? Du hast doch nie gesteigerten Wert auf meine Anwesenheit gelegt. Soll ich mich dafür schämen, dass ich mich freue, dass mein einziges Kind zu Besuch ist und mir wünsche, dass es bleibt? Du hast doch früher immer im Bootshaus deine Hausaufgaben gemacht. Bitte, es steht dir zur Verfügung, wenn du deine Ruhe haben willst. Ich habe mich dahin verkrochen, weil ich keine Lust hatte, von dir abgefragt zu werden. Und ich dachte, du kannst dich da besser konzentrieren. Naja, wie auch immer, heute besteht ja nicht mehr die Gefahr, dass ich deine Hausaufgaben kontrolliere. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn du bleibst. Naja, eigentlich ist das ja auch keine schlechte Idee. Du hast mich überredet. Schön. Dann packe ich mal meinen Laptop ins Bootshaus und fange an zu arbeiten.
Hallo, Herr Bürgermeister. Ich meine, Herr Johansen. Ich grüße Sie. Hallo. Und? Wie läuft's da drin? Sie schickt mich Obst holen. Ein Brötchen. Das hatten wir ja noch nie. Ich meine, bei Ihnen haben die Sitzungen höchstens eine Stunde gedauert. Da brauchten wir kein Proviant. Tja, andere Bürgermeister, andere Sitten. Man muss schon sehr gut strukturiert sein, wenn man in einer Stunde alles Wesentliche erledigen will. Ja. Und? Abgesehen vom Obst und dem Brötchen, wird sie es schaffen? Ehrgeizig ist sie ja. Nein, ich meine, hat sie den Überblick? Hat sie Ideen? Hat sie die Nerven, um die Geschicke unserer Stadt zu lenken? Sie ist gewählt worden. Die Leute müssen wissen, was sie tun. Hallo, Peer. Geht's dir gut? Hallo. Das wollte ich dich gerade fragen. Du siehst so blass aus, Ellen. Du, ich habe jetzt leider gar keine Zeit, mit dir zu plaudern. Ich bin mitten in der Sitzung. Also, meine Herren, wir gehen jetzt mal zu Tagesordnungspunkt 2 über. Na, du bist immer noch da? Ich wollte nicht abfahren, ohne zu wissen, ob es dir wieder gut geht. Mir geht's super. Na, dann fahr ich mal wieder. Ich muss noch... Die Erdbeeren sehen toll aus. Ja. Probier mal. Sowas kriegst du in Stockholm nicht. Die sind gut. Krieg ich noch eine? Dazu musst du zu uns zum Essen kommen. Die gibt's heute als Dessert mit Vanilleschaum. Sehr gut. Kannst du mich ja gleich mitnehmen. Ich glaube, meine Mutter wird dir der Schlag treffen, wenn ich dich mitbringe. Wie konnte ich das vergessen? Euer Hotel ist ja Sperrgebiet für alles, was Johansson heißt. Na, solange euer Hotel auf unserem Grund steht, wird sich das auch nicht ändern. Ach komm, ist doch Schnee von gestern. Gib mir noch eine. Finger weg! Hattest du das schon immer? Was denn? Diese goldenen Punkte in deinen Augen. Die habe ich von meinem Vater. Sagt jedenfalls meine Mutter. Und leuchten sie im Dunkeln? Das müsstest du wohl selbst überprüfen. Ich muss wirklich los. Wer weiß, was da gerade in meiner Küche passiert, nachdem ihr uns den Koch weggenommen habt? Was ist mit heute Abend? Heute Abend? Keine Ahnung. Ich meine, wann kann ich das mit dem Funkeln in deinen Augen überprüfen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Um 10? Tut mir leid, da arbeite ich noch. Okay. Dann komm doch einfach im Bootshaus vorbei, wenn du damit fertig bist. Ich freue mich. Zur nächsten Saison. Ich brauche den Koch jetzt sofort. Gut, wenn es nicht anders geht, auch zum nächsten Ersten. Okay, ich höre dann von Ihnen. Ja, danke. Wiederhören. Großartig, Mama. Es gibt ja Köche wie Sand am Meer. Gut, dann beiß ich eben in den sauren Apfel. Vielleicht lässt uns Per Johansson Linus noch bis zum Monatsende. Guter Linus, und guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag. Ich würde gerne mit Per Johansson sprechen. Einen Moment bitte. Per Johansson? Für Sie. Ja? Per Johansson? Hallo? Ja? Hans! Johanna, Entschuldigung, Sie waren am Handy nicht erreichbar. Wo brennt's denn? Das Fleisch ist nicht geliefert worden. Die Elchsteaks für heute Abend. Was sollen wir tun? Ich komm schon. Gut. Na, du Einsiedler? Fühlst du dich hier nicht so einsam? Ich arbeite. Es ist gut, ungestört zu sein. Ich wollte mich eigentlich auch nur dafür bedanken, dass du deinen Vater praktisch gezwungen hast, mir einen Sommerjob zu geben. Du hast mich gerettet. Kein Problem. Willst du einen Kaffee? Nein. Mein Vater hat mir eine Kaffeemaschine herstellen lassen. Vermutlich nicht aus Fürsorge, sondern eher, weil er mir dezent klar machen will, dass mein Job überflüssig ist. Ich weiß nicht, was du gegen ihn hast. Das ist doch sehr charmant. Zu dir vielleicht. Wie zu allen schönen Frauen. Die konnte er schon immer um den Finger wickeln. Bis auf eine. Ach, und wer ist das? Ellen Palmquist. Die hat ihn gerade bei der Bürgermeisterwahl geschlagen. Ich glaube, das trifft ihn ziemlich. Naja, die beiden konnten sich noch nie leiden. Es ist wunderschön hier. Ich bin froh, hier zu sein. Mit dir. Findest du das nicht auch? Ach, Linda, komm, das bringt doch nichts. Vielleicht hätten wir nicht so schnell aufgeben sollen. Ich meine, wieso geben wir uns nicht noch eine Chance? Ich muss was tun. Ich muss mit den Entwürfen für Alberti fertig werden. Das ist super wichtig. Ich gehe ja schon. Ich will auch noch üben für heute Abend. Wer weiß, wann ich mal wieder auf so einem guten Instrument spielen kann. Bis später. Essen wir heute Abend zusammen? Ich glaube nicht. Ich muss wirklich fertig werden. Mhm.
Guten Abend, Karl. Ob Sie mir einen Drink bringen würden? Natürlich. In der Woche vom 12. wäre noch etwas frei. Allerdings haben wir da nur noch eine Junior-Suite zur Verfügung. Gerne. Ich sende Ihnen die Reservierungsbestätigung gleich zu. Wiederhören. Na, wie war's? Aufregend. Wusstest du, dass ich Herren über 200.000 Kilometer Abwasser anlange? Klingt ja spannend. Danke. Johanna? Sowas. Ist es zu spät? Wofür? Keine Ahnung. Ich weiß eigentlich auch nicht, wieso ich hier bin. Sie funkeln ja wirklich.